Wir im Abschnitt 5.1 Diagramm Interpretation. Ich beginne nicht mit dem Beispiel von Diagramm Interpretation, sondern erstmal mit dem Schema unten. Ja. Jedes Mal, wenn Sie ein Diagramm interpretieren soll, natürlich dieses Schema ist ein bisschen anders von einem Fach zu dem anderen Fach. Sie werden das Schema anders haben in dem Fach Deutsch mit Herrn C. oder mit anderen Deutschlehrern. Ja, hier wurde so die Gesichtspunkte aufgelistet, die wichtig sind für die Naturwissenschaften, also Chemie, Physik und Mathematik. Ja, bitte müssen Sie nicht verzweifelt sich fühlen, warum ist Diagramminterpretation von Physik anders als Diagramminterpretation von Physik? Müssen Sie keine Verzweiflung deshalb haben. Das ist nur aus praktischem Grund habe ich oder haben wir diese Gesichtspunkte gelistet. Und natürlich in Fachdeutsch haben Sie wieder eine andere Gewichtung oder andere Schwerpunkte. Ich habe natürlich diese Schwerpunkte von Physik und Chemie gerne mit diesen 5 Gesichtspunkten zusammen zu hacken. Ja? Also machen wir jetzt gemeinsam. Wir lesen erstmal kurz, stichwortartig, bei Diagramm interpretieren. Erstmal müssen Sie natürlich die Achsen lesen. Stimmt's? Das steht nicht drauf, aber ich würde sagen, lesen Sie erstmal die Achsen, geben Sie den Namen dieses Diagramms. Das steht nicht drauf, aber der Name des Diagramms sollen Sie doch bitte erstmal erzählen. Oh, das ist SD-Diagramm. Oh, das ist VD-Diagramm. Oh, letztes Mal haben wir auch Liebe und dann Kennenlernens Phase-Zeit-Diagramm. Erinnern Sie sich, ja? Okay, und das heißt, mit dem Namen wurden Sie auch die Bezeichnung jeder Achse bitte sagen. D-Achse mit V-Achse in Y-Achse. In waagerechter Achse, das ist Zeitachse. In senkrechter Achse, das ist die Geschwindigkeitachse. Okay. Haben Sie verstanden, ja? Gut. Warte mal. Ich habe etwas gerne jetzt zu ändern. Warum ist das hier nur Bobis Gesicht? Ja, jetzt. Und wo bin ich denn? Warum sehe ich mich selbst nicht? Ach, dort. Okay. Aber immer wieder Poppy. Warum Poppy steht im Video immer? Warum nicht ich? Ja? Gut. Ja, liebe Leute. Und dann der Zusammenhang. Ja, was ist dann? Was mit was eigentlich steht jetzt im Zusammenhang? Welche Beziehung wollen Sie eigentlich erzählen mit diesem Diagramm? Oh, die Beziehung zwischen Geschwindigkeit und Zeit. Ja, und dann als nächstes Kurvenverlauf. Das ist ein bisschen mathematisch. Ja, weil bei Kurvenverlauf, das gibt es so Begriffe wie zum Beispiel monoton fallen, monoton wachsen und dann einige Fachbegriffe von den Kurven. Ja, ein bisschen so einen Sprung möchte ich machen für diesen Kurvenverlauf. Ein paar Fachbegriffe finden Sie auf der Rückseite. Verzeihung für diese Unannehmlichkeit. Warum kommt dann der Fachbegriff erst dann später? Hier zum Beispiel finden Sie ein paar Fachbegriffe für Kurvenverlauf. Stimmt's? Also hier zum Beispiel monoton wachsen, monoton fallen. Oder die Kurve verläuft parallel zur T-Achse oder parallel zur V-Achse. Das gibt es eigentlich nicht, ja. Aber angenommen, wenn es überhaupt gibt, dann können Sie das parallel zur Y-Achse oder parallel zur X-Achse bezeichnen oder parallel zur Beschleunigungsphase-Kurve und so weiter und so weiter. Hier gibt es auch zum Beispiel, diese Kurve hat ein Maximum zur Zeit X1. Hier habe ich Maximum. Oder diese Kurve ist noch monoton wachsen, aber jetzt wird immer flacher. Hier monoton fallen, monoton wachsen, monoton wachsen, monoton fallen. Ja, also da ist auch schon ein paar Begriffe dazu.
Und dann jetzt gerade natürlich ist hier gemeint, gerade, das ist das Diagramm von Nummer 3, 5 und 7. Bei Parabel ist das Diagramm Nummer 2, Nummer 4 und vielleicht Nummer 8 könnte noch gehen. Ja, 2, 4 und 8 könnte noch gehen. Hyperbel. Diese Hyperbel ist normalerweise assoziiert man mit dieser indirekten Proportion oder mit der inverse Proportionalität. Also normalerweise, das ist mit Umkehrproportion oder inverse Proportion zu tun. Welches Diagramm ist das, Herr Doch, hier in diesem Beispiel? Glaube ich, Diagramm 1 ist Hyperbel. Ja. So, das Diagramm 1 Hyperbel. Das Diagramm 2 Parabel. 3 gerade. 4 Parabel. Okay. Parabel, Hyperbel, exponentielle Kurve. Logarithmische Kurve, das steht noch nicht alles drauf, aber langsam werden Sie das lernen. Okay? Bitte niemals Jingle Bell sagen in der FSB, ja, wenn Sie das Wort hier haben. Herr Thor, es gibt so Parabel, Jingle Bell und Hyperbel. Nein, es gibt nur Parabel und Hyperbel. Gut, wir wollen jetzt weiter mit den weiteren Gesichtspunkten beschäftigen. Ray, können Sie das für uns vielleicht vorlesen? Nach dem Kurvenverlauf, was kommt denn noch? Ray? Ja, Ray hat nicht gehört. Funktionale Zusammenhang, stimmt's? Auch hier wieder hat mit Funktion zu tun in Mathematik, ob die Beziehung quadratisch, ob die Beziehung eigentlich jetzt exponentiell wächst eigentlich so diese Kurve gerade. Natürlich ist eine lineare Beziehung. Das heißt, die Geschwindigkeit wächst immer regelmäßig. Und man weiß, diese gerade, diese regelmäßige Wachstum ist eine kennzeichnende Eigenschaft von GLB. GLB bei SD-Diagramm zum Beispiel oder bei GLB-BVD-Diagramm. Physikalische Zusammenhang, ja, dann müssen Sie ein bisschen mehr erzählen, wie ich heute bei Aufgabe K20 eigentlich gemacht. Das habe ich eigentlich die ganze Zeit physikalischen Zusammenhang erläutert. Erst von Kurven zu Kurven, von Diagramm zu Diagramm ist natürlich anders. Und die Bedingungen. Gut, jetzt wollen wir ein Beispiel gemeinsam anschauen. Ein simples Beispiel von SD-Diagramm mit einer Gerade. Ich möchte gerne Michelle einladen. Michelle, lesen Sie vor für uns das Beispiel. Beispiel für eine Diagramminterpretation. Eins, das Diagramm stellt den Zusammenhang zwischen Weg und Zeit dar. Oh, da haben Sie auch gleichzeitig jetzt den Namen. Hat er nicht genannt, aber er hat direkt gesagt, okay, stellt den Zusammenhang zwischen Weg und Zeit dar. Zeit, T-Achse. Und dann Weg, Y-Achse. Warum Zeit in der T-Achse, habe ich schon erklärt. Das hat mit unabhängigen Variablen zu tun. Ja, Y-Achse ist normalerweise abhängige Variable. Letztes Mal war das ein bisschen komisch, ne? Mit der Fallbeschleunigung bestimmen. Bestimmen von Fallbeschleunigung. Erinnern Sie sich? Wir haben letztes Mal über den Versuch von Galileo Galilei in Pizzaturm versuchen nachzuvollziehen. Erinnern Sie sich? Und dann haben wir fast verkehrt gemacht. Wir haben fast gedacht, dass die Zeit eigentlich unabhängige Größe und dann die Fallwege sind die abhängige Größe. Das ist tatsächlich andersrum. Also natürlich Galileo Galilei und mit seinen Freunden erstmal die Fallwege bestimmen und dann messen sie die Zeit. Die Fallwege haben sie vorher schon festgelegt. Das heißt, die Fallwege beeinflussen die
zurück, die verstrichene Zeit oder die benötigte Zeit. Ja, die benötigte Zeit für jede Fallstrecke. Ähnliches, ja, also er lässt den Körper von erster Etage oder zweiter Etage oder dritter Etage, also das heißt von verschiedenen Delta H1, H2, Delta H3. Diesmal aber T ist tatsächlich die unabhängige Größe für die waagerechte Achse. Und dann Michel weiter. Die Kurve ist eine Gerade, sie verläuft monoton wachsend. Ja, sprich, er oder der Autor hier behandelt den Kurvenverlauf. Wie verläuft eigentlich die Kurve? Wie geht eigentlich die Kurve? In Kurvendiskussionen später in Mathematik, oh, das haben wir noch viel zu besprechen. Asymptotisch vielleicht. Polasymptote und dann schiefe Asymptote. Wie wächst dann eigentlich der Kurve, der Graph für t weiter ins Unendliche? Hier ist relativ einfach. Der Kurvenverlauf ist tatsächlich eine monoton wachsende Kurve, eine Gerade oder auch vielleicht Halbgerade, wenn man das nennen will, weil eine Gerade ist natürlich von unendlich bis unendlich. Hier habe ich 0 als Anfangspunkt. Das heißt, nennt man eigentlich lieber gerade, lieber als Strecke oder Halbgerade, aber nicht gerade, weil gerade bedeutet von unendlich bis unendlich, so etwa wie hier. Aber haben wir nicht. So, Michel, weiter. 3 physikalisch bedeutet das, dass der Körper in gleichen Zeiten stets gleich große Wege zurücklegt. Weg und Zeit sind direkt proportional. Klar, direkte Proportion hat mit der steigenden Gerade zu tun. Ja, das heißt, S und T sind direkt proportional miteinander. S und T. T verdoppelt sich, so die zurückgelegte Strecke verdoppelt sich auch. So, das ist gemeint. Ne? T wächst, verdoppelt sich auch Delta S. Delta T verdreifacht, so verdreifacht auch sich natürlich Delta S. Anders als dieses hier. Wenn T wächst, doppelt zum Beispiel, aber Delta S oder S auch wächst, aber manchmal 5-mal. Ja, also nicht mehr doppelt und doppelt, sondern hier verdoppelt, aber hier verfünffacht. Das ist zwar noch proportional, meine Damen und Herren. Ja, sie sind noch proportional zueinander, aber das ist nicht mehr direkte Proportion. Das ist einfach Proportionalität, aber keine direkte Proportion. Müssen Sie bitte merken, ja? Okay. Wenn Sie mehr Geld in Investment zum Beispiel zugesteckt haben, Sie geben 2-mal Ihr Geldanlage in der Bank, dann natürlich kriegen Sie auch doppelt so viel in der Bank. Ja, das ist direkte Proportion. In der Bank normalerweise, Sie haben so Guthaben in der Bank, 1.000 Euro, dann bekommen Sie dieses hier nach einem Jahr. Wenn Sie verdoppelt 2.000 Euro, dann bekommen Sie vielleicht auch doppelt so viel nach einem Jahr. Das ist klar. Bei Bank ist normalerweise geregelt, fixe Zinsen. Bunganya fix. Stimmt's? Ja. Aber bei Krypto-Investment oder Aktien zum Beispiel, Sie haben 1.000. Haben Sie so Einkommen bekommen oder Profit? Aber wenn Sie verdoppelt, manchmal verdoppelt Sie tatsächlich auch Ihr Einkommen nach einem Jahr. Aber wenn Sie Glück haben und Ihr Aktionspreisproblem von irgendeinem Batubara-Firma zum Beispiel nicht verdoppelt, sondern vielleicht vervierfacht, verfünffacht, dann kriegen Sie mehr, als Sie erwarten. Und das ist nicht direkte Proportion, das ist proportional. Zwar, aber nicht direkte Proportion. Haben Sie verstanden? Ja, liebe Leute? Ja, übrigens, Batubara-Aktion ist jetzt wirklich hochgestiegen, aber dann innerhalb eines Tages wieder zurückgesunken. Und das ist das Gefährliche von Aktionen. High Risk, wie sagt man das?
High Gain, High Gain, High Risk, ja. Stimmt's? Wow. Aber die in Batubara Aktion viel investiert, natürlich sind happy, weil es gibt Krisen, Energiekrisen in Europa und Energiekrisen auch in den USA. Haben Sie das gehört? Übrigens? Haben Sie das gehört? Nein, haben Sie nicht gehört, stimmt's? Ja, diese verrückten Entscheidungen von, wie heißt der Präsident? Joe Biden. Joe Biden. Ja, also ich hasse natürlich Donald Trump sehr damals. Ja, darf ich das kurz erzählen? Ein bisschen meine politische Einsicht, ja. Ich mache überhaupt Donald Trump gar nicht, weil er ist so unhöflich und redet immer so krasse Worte. Stimmt's? Das haben Sie vielleicht in den Medien gehört. Ja, und diese Reality-TV-Show von ihm ist auch sehr blöd, ne? Dieser Apprentice. Er hat immer so gemeckert, geschimpft, ja, schlechte Worte. Haben Sie das noch zu Ihrer Zeit, diese Reality-TV-Show Apprentice? Oder ist das nur zu meiner Zeit? Livia, haben Sie noch diese TV-Show-Sendung von Donald Trump? Apprentice? Ach, keiner kennt Donald Trump. Der Kontrahent von Joe Biden. Wer kennt Donald Trump? Der Präsident, ja, kennen Sie, ja? Der ehemalige Präsident, und sie kämpfte gegen Joe Biden. Erinnern Sie sich, ja? Ja, und Joe Biden hat gewonnen und jetzt ist der Präsident von USA. So, gute Nachricht natürlich für Sie. Das wollte ich sagen, weil Amerika ist jetzt in schlechter Wirtschaft. Das ist gute Nachricht für Indonesien, das ist eine Chance für uns. Ja, in jeder Debatte steht immer eine Chance. Ich bin immer so wirtschaftsorientiert. Ich möchte, dass Sie auch als Erste, zukünftiger Erste, immer wirtschaftlich orientiert. Ja, wenn US-Dollar schwächer ist zu unserer Rupias, dann das ist eine gute Nachricht. Ja, und die KTT G20 oder G25 oder 28, ich weiß nicht, wie sie heißt. Ja, sie sind jetzt in Scotland zusammengekommen, um einige Sachen über Umwelt zu sprechen. Und Joe Biden ist gerade da und hatte einige Entscheidungen getroffen vorher. Damit in dieser KTT konnte er etwas sagen, aber seine Entscheidungen in den USA bezüglich Energien hat USA jetzt wirklich in Katastrophe gebracht. Und wahrscheinlich in diesem Winter werden viele Menschen an Erkältung oder Verkältung, ja, leiden, weil sie haben keine Energie, sie haben keinen Kamin an oder ihre Heizung konnte nicht laufen, weil die Energiepreise, zum Beispiel Gaspreis, ist hochgestiegen. Also ich möchte nicht ins Detail gehen, vielleicht später können Sie Herr Born fragen, aber so ist wegen dieser Situation in den USA und Europa, ist manchmal so diese Proportionalität von Investment und Einkommen oder Profit zu sehen. So, Michelle, weiter. Zurück zum Thema. Das Wegzeitdiagramm stellt eine gleichförmige Bewegung dar. Die konstante Geschwindigkeit kann mit Hilfe des Anstiegs der Geraden bestimmt werden. Ja, sehr gut. Okay, das ist ein Beispiel. Ja, können Sie dann natürlich immer anwenden, müssen Sie nicht immer kopieren, was hier gesagt oder geschrieben steht. In der FSB dürfen Sie natürlich von dem dritten Gesichtspunkt beginnen und dann fangen Sie wieder an mit dem ersten. Können Sie immer so machen, müssen Sie nicht in Reihenfolge. Also tun Sie so angenehm wie möglich, damit Sie nicht gestresst sind in der FSB. Hauptsache erzählen Sie so vollständig wie möglich. So, ja, ich glaube erstmal genug mit dem Diagramminterpretation.